bin Monika Ivankan, 38 Jahre alt. Ich bin Model, Moderatorin und Ernährungsberaterin und ich werde mich heute für euch abschminken. Also wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eigentlich eine starke, selbstbewusste Frau. Ja, ich finde mich in Ordnung, ich finde mich attraktiv. Ich finde ein schönes Lächeln, schöne Zähne schön an jemanden. Ich finde leuchtende Augen, wenn mich jemand anschaut und mich wirklich anschaut und es nicht so oberflächlich ist. Was mir wirklich attraktiv auffällt, ist, wenn jemand schön lächeln kann und dass es auch ehrlich ist, mit den Augen auch lächeln kann. Irgendwie ist Schminken so wie Anziehen, ja. Zum Beispiel Lippenstift sehe ich mittlerweile wirklich als Accessoire. Da stimme ich auch immer ab, dass das zu den Klamotten passt. Ich fühle mich auch so ein bisschen geschützter dadurch. Man fühlt sich also, das ist wie man Pulli anzieht. Man hat ja immer den Albtraum, dass man ganz nackt ist und einen alle anschauen. So ist es auch ein bisschen mit ungeschminkt sein. An so einem schönen Sommertag, wenn man ausgeschlafen hat, gut gefrühstückt hat mit der Familie, da fühle ich mich zum Beispiel sexy, ja. So Meerwasser, auch ungeschminkt, aber wenn du ein bisschen Sandkist, ein bisschen Sonne im Gesicht hast, dann fühle ich mich auch sexy. Also ein gutes Körpergefühl ist erstmal, da muss man sich von innen wohlfühlen. Da gehört Sport dazu, gute Ernährung, also nicht nur Schminke. Schminke ist nur noch so ein Gimmick, so ein Accessoire. Aber von innen, wenn man wirklich strahlt und sich wohlfühlt, das ist das Allerwichtigste. Ich bin Monika Ivankan, ich bin jetzt abgeschminkt.